Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, leider haben sich für die vor einer Woche vorgestellten Samtpfötchen keine Besitzer gemeldet. Dafür aber hat immerhin eine der beiden einen Interessenten gefunden. Zurzeit gibt es viele Katzen in der Arche Noah und weil ständig neue dazukommen, stellen wir heute wieder gleich zwei vor. Beide wurden erst vor kurzem gefunden und ins Tierheim gebracht. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass sie von ihren Besitzern erkannt werden. Kandidat 1 ist ein getigerter Kater. Er wurde in Gothas von Hoffstraße seit 2 Wochen beobachtet. Anwohner brachten ihn zur Arche Noah, als sie merkten, dass er offenbar kein Zuhause hat. Der Kater wird auf ungefähr 8 Jahre geschätzt und ist kastriert. Er ist sehr verschmust und anhänglich. Er vermisst den ständigen Kontakt zu seinen Menschen. Der schöne getigerte Kater sah nicht verwildert aus, als er ins Tierheim kam. Hoffentlich hat Schnurri Glück und wird gleich erkannt und abgeholt. Kandidatin 2 ist ein getigert weißes Katzenmädchen. Das posierliche Miezchen wurde in Wallwinkel gefunden. Auf 1 Jahr hat man sie in der Arche Noah geschätzt. Sie ist ebenfalls ganz zahm und verspielt. Für die meisten Katzen ist es sehr schwer, in der Gefangenschaft zu leben, aber für so junge Weltenentdecker ist es besonders schlimm. Es gibt ja auch nicht immer Zeit, mit den kleinen Kätzchen zu spielen oder zu schmusen. Gut, dass sie nach der Quarantäne im Tierheim auch Freunde finden können. Und auch viel schöner wäre für die kleine Mieze, wenn sie erkannt und wieder nach Hause könnte. Sollten sich, wie sehr oft, keine Besitzer für die 2 Gestrandeten melden, suchen sie bei netten Katzenfreunden neue Reviere. Schön wäre mit Freigang nach der Eingewöhnung und ein gemütliches Plätzchen für den Winter neben Frauchen oder Herrchen.